Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone Prologue. Ja, wir haben in der letzten Folge dieses Survival Squad hier aufgesammelt und sind gerade hier am Vorbereiten, unser Gebiet auszubauen. Hier liegt viel Rubble rum. Ich glaube, hier haben wir viel Metall drin. Das könnte uns von Vorteil sein. Aber wir versuchen jetzt mit einer Gruppe mal hier den Wagen zu holen. Und mit der anderen Gruppe würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier vorne in den... Was ist denn das? Waren da alle Infos? Was war das? War das ein Lidl? Ich glaube, das war ein Lidl. Dann haben wir dazu keine Info. Der Edeka, der Lidl ist hier. Zu dem Laden haben wir keine Infos. Aber dann werden wir jetzt hier weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ja, wir sind doch beim Holz. Sagt mir, wie blöd. Many of our workers don't have any jobs. Achso. Send them to gather resources to construct or to work at some of the buildings. Naja, okay. We're gonna see. Wo sehe ich, wie viel Arbeiter ich frei habe? Ich habe 3 Pistolen. Ich habe voll viele Leute, ich weiß gar nicht, was alle haben. Sammelt Ziegel. Sind das Ziegel? Yes. Vielleicht kann man dann bald schon draus mehr machen. Und dann würde ich sagen, würde ich gerne noch einen Holzturm errichten. Where are we going? Ah, this driving so much. This will help speed up our scavenging. And we can run over the infected if they get too close. Well, we're gonna see. Waiting orders. Chief, the survivors that we took in, we're on the they have some important info that we going can use. There. They speak of various kinds of infected animals that they encountered, and other groups of survivors too. But they've lost people recently. It'll take some time for them to integrate. Let me find some jobs and shelter for them. Okay, let them rest. Kann ich die aussteigen lassen aus dem Auto? Going there. So, jetzt sammeln wir und bauen wir. Das sollte Bereich geräumt. Ah, schauen. Okay, dann hätte ich gerne, dass wir eine hölzerne Palisade. Chief, we just found an assault rifle. This will come in handy against large hordes. Let's just not waste too much ammo on nothing. Ja, das ist gar nicht schlecht. Use it with caution. Bauen wir hier mal eine Palisade drum. Fürs Erste. Construction ready. Dann sollten wir nicht hier schon mal ein bisschen verteidigt sein. There's no food left. Wie schaut's mit euch aus? Suchen die noch oder sind die schon fertig? Ich glaube, die sind schon fertig. Roger. Operator. Going there. Going there. 13 Uhr, dann versuchen wir noch zu einem der großen Lidl und sowas zu kommen. Mit dem Auto. Der Lidl. Fahrt zum Lidl, bitte. Hallo, ich habe euch gesagt, fahrt zum Lidl. Receiving. Going there. Damit haben wir natürlich Möglichkeiten, die wir sonst nicht hätten. Und wir können ein bisschen die Karte aufdecken. Roger. Das sucht ihr mir mal den Lidl, bitte.
Ihr durchsucht gleich mal die kleinen Laden davon um die Ecke. Ja, dann sind wir schon dabei. This is the infection-free zone. Please respond. Troubled survivors. The infected is in decline. Sequence and build. Is somebody there? To all survivors. Building clear. The infected is in decline. Sequence and build. Waiting orders. Chief, this is the same transmission we received before. Operator. But the signal is even weaker. Our walkie-talkies are not powerful enough for long-range communication. We have to build a large antenna. A local library or university would be a good place to search for information on how to make it work. Let's go there. Clear! Wir müssen noch irgendwas finden im Lied, Leute. Es wird langsam die Nacht. Operator. Zurückziehen. We're on the move. Das Haus ist bis jetzt noch nicht fertig, weil wir zu wenig Holz haben. Operator. Work's done. Head back to your shelters. Kommt schon, langsam wird's spät. Another one incoming. Die Horde geht in die falsche Richtung. Eieieiei. Wie viel passen denn in dieses Auto eigentlich? Kann man nicht mehr einpacken? Clear. Wie viel haben sie gefunden? Waiting orders. Vier. Going there. Port spotted. Wir gehen mal ganz schnell. Ah, das ist eine Stadtbibliothek. Okay. They're coming towards us. Warum habt ihr die Straße verlassen, ihr Idioten? Wie schaut's mit Essen aus? Ach, Dosen. Denn derzeitig. What? Uff, okay. Dann müssen wir quasi. Waiting orders. Roger. Receiving. Roger. Und hoffen, dass wir was zu essen finden. Another one incoming. Das sind zwei Horden. Building clear. Ready for action. Going there. Building clear. We're on the move. Oh, holy shit. Hallo. Receiving. We're on the move. Ready for action. We're on the move. Waiting orders. Acht Mahlzeiten reichen halt einfach nicht. Ah, da kommt eine riesige Horde. Der schaut ja noch einen guten Zustand aus. Ja, brennt kostet ein Holz, okay. Ready for action. On my way. Schick mich mal nach vorne. Wir müssen schauen, dass wir so viel wie möglich sammeln. Wir brauchen mehr Nahrung. Infected incoming. Kleine oder große Gruppe. Building clear. Going there. Was für Horden sind hier unterwegs aktuell? Clear. We're on the move. On my way. On my way. On my way.
Wir müssen vielleicht noch ein paar Felder bauen, um Nahrung zu produzieren. Ah, das darf ich noch nicht mal. Das Problem ist, mit der Nahrung, die wir haben, kommen wir halt nicht weit. Vier Bürger brauchen täglich eine Kiste. Konserve oder einen Lebensmittel. Dein derzeitiges Lebensmittel reicht für 0 Tage. Au! Aber wir sind schon bei 4 Uhr morgens. Ready for action. Die Horden ziehen sich zurück, bedeutet wir tun die umliegenden. Er soll mit dem Auto bitte zum Edeka fahren jetzt. Auto, Edeka. Wir sind am hier eine Horde drin. Ready for action. Warum kann hier nur ein zugewiesener Mitarbeiter rein? Building clear. Sir, the people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers and tunnels. Job done. We need to bolster our defenses and be ready to attack from within too. Och nö. We'll be ready. Receive it. Roger. Chief, we just found a dead animal, but the thing is, it was literally shredded to pieces. Oh. It couldn't just be some ordinary infected. There are teeth marks on its skin. They look like dog teeth. Och, nicht gut. Stay alert. Ich hoffe, dass wir genug Essen finden jetzt. Sir, we've spotted some people. They're probably armed. They could have seen us too, but I can't tell if they're friendly. What should we do? Approach them friendly. Wir sollten versuchen, so viele Leute wie möglich hier zu haben. Wie viele Bewohner haben wir denn jetzt aktuell? Okay. Das wäre natürlich gar nicht schlecht in dem Fall. Okay, bring that in. Clear. We should have a place where we can cook meals for our citizens. This will make our people much happier too. Okay, let's build a cookhouse. Build a cookhouse. Our worker can't reach the destination. On my way. Kann ich das rotieren? Ah. On my way. Die bringen jetzt. Reporting. Waiting orders. On my way. Wie schaut's mit der Truppe da unten aus? Feindliche Gruppe. Receiving. Es reicht immer noch nicht für einen Tag. Was wird eigentlich hier gemacht? Warum ist hier nur zum Beispiel einer zugewiesen? Ich kann keinem Arbeiter zuweisen, weil ich nur 4 habe und die jetzt alle für die Felder zuständig sind, oder wie? Receiving. Okay, teilweise habe ich mit der Steuerung noch Probleme. Schau, was passiert. Die verstecken sich dahinter dem Mauern, wie es ausschaut. Hier oben ist der nächste Missionspunkt. Aber wir müssen erstmal schauen, dass wir Essen rantragen. Jetzt fehlt uns schon wieder. What the fuck? Wie viel? Wie viel Essen wir halt einfach brauchen. Das ist nicht normal. Okay.
Okay, warten wir jetzt auf Holz? Haben wir kein Holz mehr? Oder? Ach, Holz haben wir doch noch. Ich weiß nicht, auf was wir jetzt gerade warten. Building clear. On my way. Roger. Konstruktionssachen haben wir auch noch drin, oder? Es geht halt alles sehr, sehr langsam. On my way. Receiving. Going there. Wir müssen schauen, dass wir so viel wie möglich Essen finden eigentlich. Wir haben vieles andere gefunden, aber leider nicht unbedingt Essen. We're on the clear. Ready for action. We're on the move. On my way. Und danach den da. Da sollte ja hoffentlich nur ein bisschen auf. Eine Dose, ich bin happy. On my way. Das Haus dauert halt ewig noch. Wir sind alle irgendwo beschäftigt. Wir könnten bis zu 7 Squad-Mitglieder sind, 4 Plünderer sind. Füllen wir mal die Mitarbeiter hier auf. Chief? If we want to build anything else, we need more resources. Send workers to chop down some trees. Maybe we could build some palisades with that too. Wir bauen schon Palisaden, Mensch. Aber ich glaube, es ist mittlerweile so spät. Reporting. Going there. Reporting. Okay. Let's gather some wood. Alter, wie viele Aufgaben haben wir denn? Bauen Küchen aus, entsende Trupps, um Fachbüte zu Bergewirtschaften zu machen. Wrap it up, folks. Time to call it a day. Wir haben nicht genug Essen. Operator. On my way. Komm schnell nach Hause mit dir. Nutz die Straße. Bräuchten noch irgendwo einen Einkaufsladen. Another one incoming. Holy shit, da sammeln sich Horden. Hostiles inbound. Durch die Mauer kommt ihr aber nicht durch, Leute. Oder auch doch. Going there. Going there. Going there. Na, jetzt laden sie aus, okay. We're on the move. Leute, ihr seid da rein einfach. Ward. 9,8. Kann ich. Reporting. We're on the move. Hostiles inbound. Waiting orders. Going there. Hort spotted. Hort, 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 Hort. Große Horde, große Horde, Leute, große Horde, Leute. Clear. Receiving. Hort spotted. Receiving. On my way. Okay, die dreht ab. Building clear. There are some infected around here. Wir müssen dann nur hoffen. Operator, going there. Reporting. Die Gruppe sucht jetzt hier noch weiter, bitte. Schaut, ob sie was findet. Clear. Treibstoff haben wir gefunden, noch nicht schlecht. Selbe Horde, okay. Einfach gucken, was passiert. Clear. Solange sie nämlich näher kommt, haben wir keine. Horde, spotted. Andere Horde. Clear. Gut, wir haben noch ein bisschen was zu essen gefunden. We're on the move. Dann sollten wir fürs Erste für die Nacht auch. Hostiles inbound. Da kommen zwei Horden auf uns zu. Oh. Ich höre Hundi. Ready for action. There are some infected around here. We've got
got them. Wurde eliminiert, okay. Wie viel Essen haben wir jetzt? 16. Einen Tag überleben wir damit, gut. Wir müssen einfach die ganzen Gebiete, Häuser in der Gegend absuchen. What's old? Okay. Schauen wir mal, was passiert. Die eine traut sich irgendwie nicht näher, glaube ich. Oder doch? Nee, doch nicht. Darum müssen wir uns jetzt bitte kümmern. Beide Truppen. Beide Gruppen auslöschen. Ist nicht gut, dass wir die Sonne an uns dran haben. Ich auch noch Holz sammeln. Weiß. Super. Oh, super. Dann klebe bitte noch das Gebäude. Wir müssen heute mal schauen, dass wir doch vielleicht in der Nähe bleiben. Aktuelle Produktion. Ich schätze, Produktion für 30 Stunden. Okay, die müssen sich dann heilen. Oh, Essen. Super. Super. Building work done. Reporting. We're on the move. Ich würde euch bitten, das da hinten alles abzusuchen. Jeder ist beschäftigt, wie es ausschaut aktuell. Going there. Warum darf bei sowas maximal eine Person zugewiesen werden? Building clear. Warum darf ich zum Beispiel hier keine Mauer mehr ziehen? Das ist jetzt komisch. Ist das, das ist wahrscheinlich, weil da noch der Haufen ist, oder? Building clear. Dieser Haufen blockiert mich. Operator. Receive it. Jetzt kämpfen sie gegen die Zombies in der Nähe. Gut. Building clear. Operator. Going there. Reporting. 21 Lebensmittel halt mindestens für einen Tag. Schau mal, das ist gut. Gut, 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 gut. Building clear. Ich würde gerne mindestens bis hier noch dann zuziehen. Und halt gerne mal den Schutz auch im Hause fertig. Aber das dauert ja Ewigkeiten. Habe ich freie Mitarbeiter? Nope, aktuell nicht. Oh, okay. Clear. On my way. Okay, aber jetzt gleich haben wir auch ein paar auf der Landwirtschaft. Yep. Building clear. Ach, da wissen wir sogar noch, was drin ist, weil sie voll waren. Ready for action. Super. Dann geht ihr mir die nächsten absuchen. Jetzt haben wir wieder für einen Tag Reserven. Also. Der Lebensmittelladen war schon heftig. Hier sind auch noch mal ein paar. Natürlich die Läden hier unten, wo wir gerade vorne waren. Waren schon natürlich eine ganz andere Angelegenheit. Oh, ich glaube, hier sind jetzt Waffen gelandet, weil die es nicht überlebt haben. Hölzernes Tor kann man hier überall reinbauen. Ich glaube, ich muss aber die Bäume dann auch abreißen, damit ich hier bauen darf. Also ich muss clearen, bevor ich überhaupt irgendwas baue. Ich glaube, soweit habe ich es jetzt verstanden. Reporting.
Kann er sich jetzt healen oder wie ist das? We're on the move. Das ist building clear. Die Schnellgebäude hier. Reporting. Oh, noch mehr Essen. Oh, ihr seid Traum. Seid ihr? Traum seid ihr. Super. Oh, ich sehe gerade auf. Ich schaue gerade auf die Uhr. Und mir fällt eine Sache auf. Wir sind schon bei 25 Minuten. Ich bin zu sehr in dieses Spiel vertieft gerade gewesen. Weißt du was? Du gehst hier noch hin und danach gehst du hier hin. Dann verteidigen wir von zwei Stellen aus. Oder geh gleich hin. Schau mal, dass Boss, we're running out of space for resources. We have to build a warehouse. Ja, wir müssen bauen, okay. Ich weiß, aber es wird ein bisschen eng aktuell. Alles aktuell schön. Wir haben relativ viel schon mittlerweile. Wir müssen viel noch free machen. Aber ich würde sagen. Oh, den Angriff schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Die müssen ja rein theoretisch jetzt zu uns kommen, oder? Die Horde besteht noch genau aus einem. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und beim nächsten Mal werden wir unsere Base Stück für Stück weiter ausbauen. Schauen, dass wir Essen produzieren können, weil wir sind natürlich immer noch sehr low on resources. Aber Stück für Stück geht's voran. Wir werden auch weiterhin versuchen, wahrscheinlich nachts ein bisschen Fläche zu machen oder auch Gebiete einzunehmen. Wir müssen schauen, dass wir mehr werden. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch einen Turm. Aber ich denke, das kriegen wir Stück für Stück hin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.